Jo Leute, ich habe jetzt erfolgreich 1,5 Wochen drüber geschlafen. Mein alter Spielstand ist RIP, aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf und deswegen starten wir heute frisch und motiviert in einen neuen Spielstand. Und ich habe sehr viel hin und her überlegt. Die Frustration war hoch, die Todesopferanzahl war noch höher und ich hatte ja mit dem Gedanken gespielt, vielleicht den Schwierigkeitsgrad noch weiter runterzusetzen. Aber ich muss auch sagen, ich krieg das nicht so wirklich vereinbart. Also mit mir und meinen Ansprüchen an mich selbst. Neues Spiel. Überlebensmodus. Fortgeschrittene Schwierigkeit. Weiter. Bitte einen anderen Seed. Bitte einen anderen Seed. Bitte einen anderen Seed. Bitte einen anderen Seed. Da ist ja nirgendwo Wasser in der Nähe. Da, jetzt haben wir einen kleinen Bach. Schön. Ich habe Beschwerden bekommen über den letzten Namen. Deswegen habe ich mich entschieden, mich diesmal an euch zu orientieren und euren Beschwerden und euer Feedback anzunehmen. Let's go. Ach du Scheiße, ey, wir müssen das echt hinbekommen. Folgendes. Unsere Hauptprobleme letztes Mal waren nicht genug Wasser, nicht genug Ressourcen, nicht genug Kinder. Wir gehen das diesmal ein bisschen besser an. Guten Ort zum Siedeln aus. Ihr wisst, was wir in der Endzone gelernt haben. Zuerst müssen wir die Grundbedürfnisse stillen. Also eine Wasser- und Nahrungsversorgung aufbauen und danach erschaffen wir ein neues Zuhause. Voll nostalgisch, dass wir jetzt wieder neu starten. Okay, folgendes. Wir gucken uns jetzt erstmal an. Wir haben hier Wasser, wir haben hier Wasser. Es ist beides echt ein bisschen weiter weg und dementsprechend echt ein bisschen scheiße. Aber ich würde dieses Mal ganz frech gucken, ob wir nicht sogar recht schnell einen Regenspeicher gebaut bekommen. Ich habe das noch nie so früh geplant. Also ich guck mal ganz kurz, dass ich hier mal schaue. Aber eigentlich, was spricht denn gegen einen Regenspeicher so früh? Wir haben denn hier quasi, nee, warte mal, wo sind denn das? Doch, das sind, ein Wassersiebel sammelt und speichert Wasser. Eine Zisterne sammelt und speichert Wasser, genau. Das ist das Ding, das man danach upgraden kann. Warum eigentlich nicht direkt hier neben die Stadt, damit die nicht so weit laufen müssen für Wasser? Aber das ergibt halt wenig Sinn, weil da drüben ist der Steg, den wir dann trotzdem, wir werden den Steg trotzdem brauchen. Das Wasser ist so weit weg. Da unten wäre auch noch was, aber es ist halt, komme ich da ordentlich ran? Ja, würde ich schon ordentlich rankommen. Aber drumherum gebaut kriege ich es noch nicht so leicht. Ich plane das hier schon mal ein. Wir machen ein bisschen Planung, aber wir drücken erstmal Pause bei den Sachen, damit wir dann in etwa ein Gefühl haben, wie wir das umsetzen. Und dann packen wir hier Zisternen hin. Da ist halt kein Platz, ne? Da ist halt literally kein Platz für gar nichts. Weil hier einfach lauter Holz ist. Also ich muss hier eigentlich alle Ressourcen sammeln und das muss alles weg. Eigentlich. Das muss alles instant weg. Und wir brauchen, ja, wir brauchen für den Anfang einfach hier eine Zisterne. Es bringt nichts. Wir haben sonst einfach instant ein Wasserproblem. Das sind die ersten Sachen, die trotzdem gebaut werden müssen. Okay, wir haben das. Wir haben, wo ist es denn? Unsere Menschen verteilt. Auf, machen wir 2 Bauarbeiter, machen wir 3 Bauarbeiter, dann geht das gleich ein bisschen schneller. Und dann lassen wir direkt sammeln. Und während wir die sammeln, lasst uns mal direkt, diesmal wirklich direkt einen Recycler bauen, damit wir Plastikdinger bekommen. Ich baue das hier hin. Und hoffe, dass das recht schnell fertig wird, damit wir direkt Plastik produzieren können, damit wir dann Regensammler bauen können. Regensammler haben wir das letzte Mal sehr, sehr spät erst geholt. Deswegen lasst uns da dieses Mal ein bisschen schneller damit anfangen. Ich muss nur gucken von den Wegen her. Ja, das passt schon. Also ist natürlich ein bisschen doof, dass das so asymmetrisch hier ist, aber ich nutze hier halt die maximale Entfernung aus, die hierhin halt zu dem Ding da geht. Das passt schon. Ist ein bisschen asymmetrisch diesmal. Aber kriegen wir auch
schön geplant. Dann machen wir da einfach ein paar Fader dazwischen oder so. Dann fällt das gar nicht so krass auf. So, wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Feuchtigkeit ist hier auch richtig gut, um Sachen anzubauen. Das heißt, wir könnten eigentlich sehr, sehr schnell sagen, okay, wir machen ein Anbaufeld. Wollen wir das direkt hier haben? Wenn ich hier Unterkünfte plane. Also angenommen, ich plane die jetzt einfach mal und gucke dann, wie wir die ausbauen. Ich kann hier halt recht gut so Unterkünfte planen. Aber hier ist, also das reicht halt auch nicht mehr wirklich aus, um dann hier noch ein Feld reinzuballern, oder? Oh, es würde sogar reichen. Krass. Aber wir kriegen da halt nicht wirklich, also wir kriegen da keine nennenswerte Ernte raus. Deswegen ist das nicht so smart, glaube ich. Wie sieht es denn da nochmal aus mit der Feuchtigkeit? Lasst mich mal gucken. Wenn wir hier die Industrie hinpacken, weil wir hier jetzt erstmal sehr, sehr viel Schrott sammeln werden. Und wenn wir hier unseren Hauptwohnort haben und hier oben haben wir unser Wasserding, dann bauen wir hier den Hauptwohnort hier nach unten und bauen hier oben die Plantagen hin. Hier ist halt feuchter als unten. Hier ist halt feuchter, aber da ist auch gerade eine Regenwolke. Könnte auch daran liegen. Bauen wir trotzdem hier nach oben hin. Das wird schon klappen. Das wird schon klappen. Ich muss auf jeden Fall nur die Wege hier einmal einzeichnen, damit ich halt dann meinen inneren Monk hier nicht zur Verzweiflung bringe. Das heißt, ich würde jetzt einfach mein erstes Anbaufeld hier hinpacken. 9 mal 10, 10 mal 15. Das ist ein großes, schönes Feld. Das schaut gut aus. Ach, wir haben hier leichte Bodenverstrahlung schon. Aber die kriegen wir ja weggepackt. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Okay, hier sind Leute am Sammeln. Das passt schon mal ganz gut. Das sollten wir alles erstmal noch pausieren. Natürlich brauchen wir das, aber erstmal Wasser und den Recycler. Das sind die ersten Sachen, die wir brauchen. Lasst uns eine Fachkraft hier hinpacken. Wir können sogar noch mehr Baumeister jetzt für den Anfang nehmen. Oder wir sind ultra effizient und sagen, ja, haha, wir wollen auch noch mehr Schrott haben und lassen die Leute hier auch schon mal parallel noch mehr. Wobei, ich glaube, das Holz hier wegzubekommen ist für den Anfang hier sogar wahrscheinlich wichtiger, damit wir Bauplatz bekommen. Weil wir haben hier ja echt. Wir haben hier halt echt einen Platzmangel. Jetzt habe ich den Bau abgebrochen. Weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll war, das zu machen. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn hier gleich das Holz weg ist, dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser, wie wir was, wo, wie bauen könnten. Und da ist es auch schon radioaktiv verstrahlt. Ach, das produziert kontaminierte Sachen. Jetzt schon. Das ist ja super. 1,3 Seasons, 450 Nahrung, 3,1 Season, 900 Nahrung. 1,3 mal 2 ist 2,6. Das heißt, der macht in 2,6 Seasons, macht er 900 Nahrung. Und der macht in 3,1 Season 900 Nahrung. Das heißt, wir fangen mit Bohnen an. Die sind für den Anfang effizienter. Wenn ich da einen Denkfehler, einen Rechenfehler gemacht habe, dann behaltet es für euch. Nein, Spaß beiseite. Korrigiert mir gerne in den Kommentaren, wenn ich Rechenfehler gemacht habe. Das kann gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Schule ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Schieben wir es einfach darauf. So. Lasst uns ein bisschen schneller Zeit vergehen lassen, damit wir hier auch schön sehen, wie der Wald gerodet wird. Hier wird schön am Steg gebaut. Geil, dann haben wir den Steg durch. Und dann müssen wir jetzt, wir müssen diese Zisterne bauen. Das hilft nichts. Wir müssen das Wasser irgendwo lagern. Irgendwo, wo es auch ein bisschen näher dran ist. Es ist nur ein bisschen scheiße, dass wir hier so Platzmangel haben. Wir wollen das halt später so haben. Was bedeutet, dass ich das jetzt so machen muss.
Oder? Ja. Und dann kommt später hier daneben noch ein zweites Ding hin. Dann ist das das nächste, was wir da bauen. Geil. Aber ich brauche da erst einen Schrottplatz, weil das sind diese großen Schrotthaufen. Und da brauche ich einen Schrottplatz, damit ich die abbauen kann. Und den Schrottplatz bauen wir später. Den können wir uns jetzt auf jeden Fall noch nicht leisten. Aber wir haben unseren Recycler fast fertig. Und das ist tatsächlich großartig. Denn das bedeutet, ich kann jetzt hier auch anfangen, einen Regenspeicher zu bauen. Aber das ist vielleicht doch nicht ganz so smart so. Lasst mich überlegen, wenn wir das so bauen. Dann würde ich meinen Regenspeicher. Oder du planst das Silo so. Und so quasi. Und dann auf der anderen Seite so. Das ist eins zu nah gewesen. Mal gucken. Das müssen wir freilassen, den Platz. Das heißt, wir müssen es so planen. Und dann so. Und dann planen wir auf der gegenüberliegenden Seite den Regenspeicher. Der ist halt ein bisschen dünner. Das bedeutet, den können wir. Ach, das geht halt so knapp nicht, ne? Das ist halt. Echt Pain. Aber der zweite wird dann hier hinkommen. Aber dann ist das schon mal die Vorausplanung dafür. Das ist halt richtig ärgerlich, das so planen zu müssen. Der hat das richtig ärgerlich. Kann mein Ding hier auch Wasser sammeln? Ich glaube schon, dass das auch Wasser speichern kann. Aber die Strecke ist halt sehr, sehr weit. Also wir sollten das auf jeden Fall als nächstes fertig bauen. So, produzieren Sie bitte Plastik. Dankeschön. Sehr aufmerksam. So, hier wird weiter gesammelt und dann wollen wir die Zisterne auf jeden Fall als nächstes fertig haben. Weil das Plastik wird auch ein bisschen länger brauchen, bis wir das ready haben. Also wir brauchen 24 Plastik, das ist doch schon echt viel. Gut. Da wird jetzt alles schön gefällt. Geil. Wir haben gerade noch einen Menschen dazu bekommen. Erstmal alles hier roden, ey. Oh mein Gott. Erstmal alles roden. Ach, wie viel Regen wir gerade auch einfach verpassen, den wir echt nützlich nutzen könnten. Nützlich nutzen könnten. Schön. Wir könnten eigentlich sogar hier noch eine Plantage dahinter bauen und auch schon ready machen. Und dann einfach hier auch schon noch ein bisschen mehr Nahrung produzieren, weil wir haben nicht so reichhaltige Nahrung bis jetzt. Und wir werden hier auf jeden Fall auch noch eine Fischerhütte brauchen. Ach, das wird auch noch scheiße mit dem Platzieren werden. Das ist halt auch noch eine Sache, an die ich nicht gedacht habe, dass wir hier auch noch eine Fischerhütte brauchen werden, die hier halt irgendwie mit rankommt. Dann habe ich das mit dem Wasserding hier echt scheiße geplant, ne? Okay, wir können es ja nochmal abreißen. Wir haben ja noch nicht gebaut. Aber dann wäre halt, also die Fischerhütte brauchen wir halt auch direkt hier. Also es bringt ja nichts. Die muss auch hier irgendwo direkt hin. Ich hätte es einfach ein Fehler von mir gewesen, dass ich die nicht mit eingeplant habe. Weil das halt in die andere, also wenn ich das auf die andere Seite packe, dann ist der Laufweg einfach viel zu lange und viel zu ineffizient. Und den Fisch wollen wir aber auf jeden Fall auch dabei haben. Mann, wie mache ich das denn mit dem Wasser hier? Das ist halt richtig ärgerlich. Mit diesem Schrotthaufen. Die machen das mit der Planung so schwer für später. Arbeitsfeld ändern. Ich setze euch jetzt mal hier hin, damit ihr quasi dort nicht so im Weg seid. Okay.
Und dann nehmen wir mal logistiktechnisch, nehmen wir mal diesen Schrottweg trotzdem hier, damit wir mit dem arbeiten können. So, der wird dann hier verlaufen. Und hier wird der Schrottweg verlaufen. I guess. So. Und das bedeutet für mich, hier haben wir diese Linie. Die sollten wir vielleicht auch versuchen einzuhalten für die Symmetrie. Hier kann ich leider nicht bauen, weil das ist, aber dann wissen wir es auf jeden Fall für later. Das heißt, wir wollen unsere Zisterne eigentlich so haben. Oder wir wollen sie so haben. Oder so. Und all das geht nicht. Ich hasse alles. Und wir wollen kurze Laufwege auch haben, auf jeden Fall. Dann packen wir das so hin. Hilft ja nichts. Und dann packen wir den Regenspeicher. Was ist denn das Nächste, was geht? So hin. Und dann packen wir hier später einfach noch einen drüber, sobald das weg ist. Dann machen wir das so. Das könnte klappen. Das sieht gut aus und das könnte klappen. So, wir haben Schrott. Lass mal trotzdem eines der Gebäude schon mal hochziehen. Damit wir parallel auch langsam anfangen, Kinder zu machen. Weil das ein bisschen viele Baustellen wieder auf einmal sind. Das pausieren wir noch mit der Fischehütte. Die hat nicht so eine krasse Priorität. Und der Regenspeicher hat auch nicht so eine krasse Priorität. Wasser ist jetzt the way to go. Wasser und Kinder. Okay, das haben wir als nächstes bauen, damit wir Wasser untergedingst bekommen. Und dann wollen wir auf jeden Fall Wasserträger haben. Die können das halt, können die das drüben rein? Ich weiß es nicht, ob sie das drüben reinspeichern können. Also ich weiß es wirklich nicht. Und dann können wir das auch abreißen, weil jetzt kriegen wir alles hier in einem unter. Die sammeln einfach alles. Gut. Plastik haben wir schon zwei. Das ist zumindest nicht schlecht. Nahrung haben wir auch. Das ist auch nicht schlecht. Wichtig wäre jetzt, dass diese Zisterne fertig wird, die ich 30 Mal abgerissen habe. Weil das mit dem Wasser langsam besorgniserregend wird. Nennen wir es besorgniserregend. Weiß ich gar nicht, produziere ich gerade Wasser? Wasser ist der Schlüssel zum Überleben. Er wird aus Seen, über den Steg, aus dem Boden, über einen Brunnen oder aus dem Regen, über einen Regensammler gewonnen. Um das Wasser zu verteilen, ist eine Zisterne oder ein Wassersilo notwendig. Ich hätte auch einfach einen Brunnen bauen können. Ich hätte auch einfach einen Brunnen. Also. Ich hätte auch einfach einen Brunnen bauen können. Warum habe ich denn keinen Brunnen gebaut? Warum baue ich denn in diesem Spiel nie Brunnen? Was ist denn mit mir? Dann hätte ich diese ganze lange Laufstrecke gar nicht. Tä? Warum habe ich das nie gemacht? Ich kann hier einfach literally direkt daneben eine Zisterne bauen, weil wir die ja sowieso brauchen. Und dann kann ich einfach hier einen Brunnen hinbauen. Okay, den schaffe ich hier platztechnisch doch nicht. Ah. Dann lass es uns anders planen. Ich kann halt hier eine Zisterne hinbauen und einfach literally direkt daneben einen Brunnen. Und dann kann ich einfach hier einen Regenspeicher hinsetzen. Der sich platztechnisch hier nicht ausgeht, doch. Und dann habe ich hier einen Regenspeicher, einen Brunnen und eine Zisterne und es ist direkt neben meiner Stadt. Statt diesem riesigen Aufwand da hinten. Was, warum habe ich das nicht gemacht? Ich bin sehr verwirrt gerade. Ich verstehe selber nicht so genau, warum ich das nicht gemacht habe, warum ich immer mit Stegen gebaut habe. Sind die effizienter? Ich glaube nicht, dass die effizienter sind. Ich könnte gefühlt wahrscheinlich gleich wieder neu starten. Aber damit sind die ja viel, also die Leute sind ja dann viel schneller da, so. Ich meine, das ist sicher gut, mit beidem zu arbeiten. Wir werden safe beides brauchen. Aber
Ich weiß gerade selber nicht, warum ich keinen Brunnen gebaut habe. Verwirrt mich ein bisschen. Lass den mal trotzdem jetzt erstmal pausieren, weil wir haben ja jetzt da drüben eh das andere schon. Und wir brauchen in erster Linie, brauchen wir jetzt diese Zisterne. Weil das wassertechnisch scheiße ist. Bringt auch nichts, die Leute da drin zu haben, weil die können halt nicht schneller. Ey, meine Leute verdursten mir gleich wieder, ich sag's euch. Uns fehlt halt Schrott. Uns fehlt halt Schrott des Todes. Wir haben Holz, aber wir haben keinen Schrott mehr. Arbeitsfeld ändern. Dann sammelt doch mal lieber hier. Da bekommt ihr auch Schrott. Und jetzt haben wir kein Wasser mehr. Wir haben jetzt schon kein Wasser mehr. Ich kann jetzt schon neu starten. Wie kann ich es denn so hart verkackt haben? Schon wieder. Ich krieg das nicht rechtzeitig hoch. Warum bauen sie denn auch die Hütten fertig, obwohl ich die Zisterne priorisiert habe? Also die ist ja als nächstes drinnen, in der Priorität. Warum haben sie sie dann nicht als erstes gebaut? Wahrscheinlich, weil ich sie so oft umgesetzt habe und mich nicht darauf einigen konnte, wo ich sie haben möchte. Es fängt gleich wieder das Massensterben an. Ich sag's euch, wie es ist. Und die bauen den Spaß halt auch einfach nicht fertig. Wir haben das Holz. Also wir haben das Holz, aber sie machen es nicht. Warum nicht? Wir haben die Baumeister doch. Baut es. Was machen die denn? Die bauen halt irgendwas anderes. Warum? Ihr sollt das da bauen. Baut es bitte. Wir haben doch das Holz und den Schrott. Bitte. Und dann sterben mir die Leute weg. Die bauen das nicht. Warum nicht? So, das kann nicht sein. Okay. Das kann nicht sein. Ich kann das nicht. Es kann nicht sein, dass ich diese Wasserproblematik nicht gelöst bekomme. Das kann nicht sein. Neuer Versuch. Ganz simpel gedacht. Nein, wir haben nichts gelernt. Das ist mein dritter Start. Mein vierter Start. Wir haben offensichtlich nichts gelernt. Wir haben keine Ahnung von nichts. So, wir bauen einen Brunnen. Nee, wir bauen eine Zisterne. Wir bauen die direkt hier neben das Ding. Hier haben dann später sogar zwei Zisternen Platz. Aber das ist asymmetrisch, ne? Oh, das macht mich aggressiv. Dass sich das nicht schöner ausgeht. Wir bauen sie seitlich hin. Hier. So, Zisterne. Und dann wollen wir einen Brunnen. Und der kommt genau hier hin. Und dann wollen wir vier Arbeiter, die das machen. Und wir wollen alle Ressourcen sammeln. Hier. Okay, und wir bauen jetzt mal nur das. Ich plane nichts anderes. Ich gebe keine anderen Aufträge. Nur das. Ich brauche halt nicht so viele Baumeister. Das ist halt ein Waste. Also wir sollten schon noch einen anderen Auftrag geben. Wir sollten noch mal extra Schrott sammeln lassen, weil den werden wir brauchen. Dann wird das aufgeteilt, weil wir haben sehr viele Leute gerade. Okay. Schaffen wir das? Junge! Das ging jetzt sehr schnell. Wir haben einen Brunnen. Bitte sagt mir nicht, dass das die Lösung gewesen wäre für mein Wasserproblem. Einfach einen Brunnen bauen. Direkt von Anfang an. Den ich instant setzen kann.
ohne irgendwas. Bitte sagt mir, dass das nicht meine Lösung gewesen wäre. Ich heule. Wie oft habe ich jetzt neu gestartet? Schwierig. Schwierig. Warum sagt er mir, dass es einen Brunnen braucht? Wir haben doch einen Brunnen daneben. Oder nimmt er das gerade noch nicht, weil da noch kein Wasser drinnen ist, aus dem er beziehen kann? Nimmt er das gerade noch nicht, weil da kein... Also er hat den auch an. Aber offensichtlich hat der hat noch nicht genug Wasser drinnen oder so. Ach, jetzt, jawohl. Ja, und jetzt geht's, weil da noch kein Wasser drin war. Dann war das wirklich das. Okay, dann wollen wir als nächstes, logistisch, wir gehen weiter nach Plan. Wir wollen als nächstes auf jeden Fall den Recycler haben. Wir packen den wieder hier hin, damit das schön effizient Dings genutzt wird. Naja, ist aber auch doof, oder? Logistik. Lasst uns dann vielleicht den Recycler hier hinpacken. Der ist nämlich echt klein. Der braucht nicht so viel Platz. Und den kriegen wir da ordentlich in die Ecke gepfercht. Damit wir Plastik bekommen. Damit wir hier an der Stelle direkt einen Regenspeicher bauen können. Wir bauen den hier direkt dazu. Vielleicht einfach so, dann ist dahinter auch Platz für Wege. So. Ja, wobei, wir wollen den vielleicht eher so haben. Dann haben wir nämlich logistisch, wenn wir dann gucken, haben wir hier einfach so den Weg verlaufen. Wird gut. Dann haben wir hier so ein schönes Feld, in das wir Sachen reinbauen können. Geil! Und dann schauen wir logistisch betrachtet darüber und bauen, weil das brauchen wir auch direkt am Anfang, ein Nahrungsfeld. Ein riesiges Nahrungsfeld mit zwei Bauern, die direkt vom Anfang an mit Bohnen arbeiten. 576.125, wir gehen auf Bohnen für den Anfang. Geil, damit haben wir Nahrung. Wie viel Wasser produzieren wir jetzt? Müsste ich doch statistisch gesehen, ob es genug, sehen, ob es genug ist. Wo ist es denn? Wasser, Getränke. Von Siedlern verbraucht, produziert. Produziert 300, verbraucht 34. Bis jetzt scheint es zu funktionieren. Bis jetzt scheint es zu funktionieren. Bis jetzt scheint alles zu klappen. Cool. Habe ich nicht gedacht, aber sieht gut aus. Eine Person hier, vier Personen hier. Das ist nicht so ganz optimal gelöst gerade. Wir würden das hier abreißen. Dann haben wir hier drei Personen drinnen. Arbeitsfeld ändern und dann produziert ihr hier wieder alles parallel, so ein bisschen vor sich hin. So, Recycler, Plastik, eine Person. So, und jetzt wird es langsam schwierig mit den Arbeitskräften. Und jetzt wird es langsam richtig schwierig mit den Arbeitskräften. Wir haben noch Holz. Ja, dann lasst uns das vielleicht wirklich ein bisschen spezifischer machen. Lasst uns jetzt erstmal Aufträge nur Schrott sammeln. Es sind nur zwei Leute, die sind nicht so effizient.
lieber eine Ressource richtig effizient ballern als vier Ressourcen so ein bisschen und dann haben wir von nichts genug. Das ist auch scheiße. Reichhaltige Nahrung ist auch scheiße gerade. Aber es wird. Zumindest haben wir die Wassersituation gerade. Der Brunnen ist echt effizient. Und das hat einen echt kleinen Arbeitsweg. Also der Arbeitsweg ist nicht ganz optimal, weil sie halt hier so um die Ecke gehen müssen. Das ist nicht ganz klug gelöst. Aber es ist jetzt auch keine lange Strecke. Also ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht gelöst. Und wesentlich besser als diese ewig langen Gehwege, die wir davor hatten. Ich glaube, das hat mich einfach wirklich den Spielstand getötet, also gekostet, dass ich immer bis zum Wasser gegangen bin und gesagt habe, oh ja, da drüben, da ist Wasser, da holen wir unser Wasser her. Das war halt überhaupt nicht ökonomisch gedacht. Das sind so lange Gehwege, die einfach jedes Mal mich den Spielstand gekostet haben. Super stupid, dass ich das nicht gerafft habe. Aber umso cooler, dass wir es jetzt gecheckt haben. Und umso cooler, dass wir jetzt schon einen Punkt haben, an dem ich sagen kann, hey, wir haben alles fertig gebaut, was hier ist. Ich baue jetzt Unterkünfte. Weil wir haben Zeit. Okay, die Zuflucht braucht. Die Zukunft braucht sehr viel Platz. Die würde ich trotzdem hier nach oben bauen. Glaube ich. Dass die halt irgendwie so direkt an dem Ding anliegt. Wobei, vielleicht auch eher hier runter. Vielleicht doch lieber in diese Richtung, wenn wir da oben schon mit der ganzen Natur, mit dem ganzen Essen und nicht Essen, mit dem Essen hier und dem Wasser hier anfangen. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier Hütten hin. Achso, wartet mal, die wollen wir gar nicht so aufgebaut haben. Mein Fehler. Mein Fehler. Wir wollen die Hütten so haben. Weil wir logistisch betrachtet unsere Schotterwege dann so ziehen. Cool. Dann haben wir das auch in Planung. Dann lasst uns das vielleicht erstmal noch pausieren. Die ist sehr groß, aber diese Wohnhäuser können wir direkt bauen. Schrott haben wir gerade noch nicht genug, aber wir sammeln schon in dem Schrott. Das ist ganz gut. Und das Holz haben wir auf jeden Fall schon. Das können wir dann direkt reinknallen. Dann wird das. Können wir dann eigentlich hier auch direkt weiterbauen lassen. Hier ist ja auch schon alles fertig. Da fehlt ja eigentlich nur noch das Plastik. Daran arbeiten wir. Aber dafür bräuchten wir halt mehr Schrott. Dafür brauchen wir mehr Leute, die Schrott bauen. Das fehlt noch ein bisschen. Aber wie sieht es jetzt mit Wasser aus von der Produktion? Lasst uns nochmal sicherheitshalber gucken. Das sieht sehr gut aus. Von Siedlern verbraucht 96. Produziert sind auf 690. Es sieht in etwa so aus, als würden wir verbrauchen ein bisschen mehr Wasser, als wir produzieren. Aber sieht gut aus tatsächlich. Also sieht gut aus, kann man gar nicht sagen. Schaut gar nicht so schlecht aus gerade von dem Graphen her. Da wird jetzt auch gleich noch das da fertig, der Regenspeicher. Und dann haben wir eh noch ein bisschen mehr Wasser zur Verfügung. Das ist ganz gut. Aber ich glaube, der Brunnen regelt das auch recht gut bis jetzt. Also der kommt auch nicht an seine Grenzen. Sehr, sehr cool. Ah, ich freue mich gerade mega. Ich freue mich gerade mega, dass wir den Grund für die ganze Problematik gefunden haben. Das hat mich extrem geärgert, dass ich nicht verstanden habe, warum diese ganzen Sachen nicht klappen. Was mich daran erinnert, dass ich wegen Nahrung auch noch schauen sollte. Wir produzieren zu wenig Nahrung. Wir haben doch null produziert. Ja, wir sind halt immer noch am Auslegen hier. Aber da kommt dann viel auf einmal. Aber es ist trotzdem, es reicht halt trotzdem auf jeden Fall nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Nahrung anbauen. Lasst uns noch eine Plantage jetzt auch wieder hier planen. Ich habe jetzt direkt Daten mit angelegt, aber das stört auch nicht, glaube ich. Und dann haben wir hier direkt noch ein bisschen mehr unterschiedliches Essen, weil unsere Auswahl an Nahrung ist auch noch nicht besonders hoch gerade. Wenn Leute auf jeden Fall dann noch einen Bauern brauchen, mehr Menschen ist the way to go. Hier fehlt uns noch ein Schrott. Boah, das ist richtig close. Ein Schrott. Das ist fast dann, fast ready für die ersten Kinder. Fast. Aber produzieren halt zu wenig Schrott. Auf jeden Fall.
Viel zu wenig. So, Zeit verstreichen lassen. Let's go. So, erste Hütte ist ready. Das ist super. Wir arbeiten weiter an unserem Feld, das an der einen Stelle bald abendbar ist und auf der anderen Seite noch nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Das ist gut. Nahrung wächst auch gut an. Das ist super cool. Da fehlt Schrott. Da fehlt... Oh, da ist jetzt das ganze Schrott drin. Der ganze Schrott drin gelandet. Das war die Befürchtung, die ich hatte. Aber es ist nicht schlimm. So. Hier, das geht auch voran. Das ist auch gut. Geil. Hier haben wir noch einen Wohnort gefunden. Und lasst uns vielleicht direkt noch ein bisschen mehr an Wohnorten bauen. Dass das mit den Kindern auch wirklich klappt dieses Mal. Ich bin da von den letzten Runs mittlerweile so gestresst, weil die Leute jedes Mal ausgestorben sind, dass ich da ein bisschen, ja, vorsichtig bin. 5 Seasons, 400 Nahrung. Puh, das braucht lange, bis das anläuft. Aber dann haben wir zumindest schon mal. Hier wollen wir einen haben. Hier wollen wir mehr haben. Einer sollte auf jeden Fall für die Plantage reichen. Fehlen uns hier wieder Leute. Aber es wird, es wird. Also da ist auch gleich noch Nathan fertig. Das ist ganz gut und ganz wichtig. Wir produzieren weiter Plastik. Das ist auch ganz gut und ganz wichtig. Wasser ist auch fein. Nahrung haben wir jetzt auch bald wieder. Neue Nahrung. Gerade noch rechtzeitig. Das passt auch gut. Fischen wird nachher cool werden, aber da sind wir einfach gerade noch nicht. Was haben wir denn noch für Optionen, was Nahrung angeht? Mal gucken, wir haben doch bestimmt noch ein bisschen mehr. Eine Sammlerhütte. Eine Sammlerhütte sieht doch auch nach einer guten Sache eigentlich aus. Die hier so schön in den Wald reinzusetzen. Und dann versuchen wir uns den Wald hier oben zu erhalten. Dann packen wir auch den Holzfäller dann daneben hin. Und dann endet das hier quasi so von der Straße. Dann muss das da auch nicht weitergehen. Dann würden wir nämlich hier daneben die Försterhütte hinpacken. Weil man die hier auch so gut reinsetzen könnte, ne? Da würde sie sogar noch ein bisschen weniger stören. Und dann würde das Arbeitsfeld halt so verlaufen. Das ist auch gut. Auch gar nicht so schlecht für den Anfang. Aber wir das nochmal pausieren und erstmal nur mit dem Sammlerfeld anfangen. Für ein bisschen mehr unterschiedliche Nahrung. So, wir haben hier noch eine Wohnhütte gebaut. Das ist sehr gut. Wie viele Obdachlose haben wir gerade noch? Müsste ich eigentlich irgendwo mir auch anzeigen lassen können. Das wird mir noch nicht als Mali unten angezeigt, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Aber am Anfang ist das Spiel ja ein bisschen netter noch. Und lässt dann da ein bisschen mehr Handhabe. Wurde hier schon angepflanzt? Ach, hier sind schon kleine Bäumchen. Das habe ich noch gar nicht gerafft, dass die schon hier sind. Ich hoffe, die sterben mir jetzt nicht ab, wenn dann die Dürre kommt. Boah, ich hoffe, die sterben mir nicht ab, wenn die Dürre kommt. Das wäre scheiße. So. Hier fehlt Schrott. Hier fehlt Arbeitsfeld ändern. Hier haben wir wieder neuen Schrott. Cool. Naja, wird. Wird, wird, wird. Das ist doch supi. Eins noch. Aber ganz neue Kinder haben wir noch nicht gemacht, ne? Das sind, glaube ich, alles noch die Startkinder. Ja, das sind alles noch die Startkinder. Haben noch keine neuen Babys gemacht, aber das ist nicht schlimm. Die Leute sind noch sehr gesund.
Wir haben noch eine Hütte gerade bekommen. Das ist auch ganz gut. Die Zuflucht wird auch anlaufen. Das wäre noch wichtig, dass wir das fertig bekommen. Aber daran arbeiten wir ja auch. Geil. Hier fehlt auch Schrott. Da arbeiten wir dran. An Schrott arbeiten wir. Müssen wir dann eh gucken. Ein Schrottfänger fängt langsam unwirbelnden Schrott, während Sandstürme geschieht dies besonders effektiv. Um den eingefangenen Schrott abzutransportieren, muss der Schrottfänger im Arbeitsbereich eines Schrottplatzes liegen. Das ist ja cool. Aber dafür brauchen wir überhaupt erst Forschung. Alter, dieses Spiel hat so viele coole Sachen mittlerweile, die ich einfach noch nie erreicht habe, weil ich immer davor gerippt bin, weil ich immer auf viel zu schwer starte und dann auf die Fresse bekomme, aber zu stur bin, um den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Und ich fühle mich so ertappt bei dieser Let's Play-Reihe wieder, weil es einfach wieder passiert ist. Und es wundert mich nicht mal mehr. Also es ist halt, mittlerweile ist es halt einfach ein, oh ja, ich hab's schon wieder verkackt. Werkstatt, Schneiderei. Lass die Straße auf jeden Fall noch nicht planen, weil vielleicht baue ich das noch ein bisschen anders. So, wie sieht's aus? Immer noch 10. Der kommt auch nicht weiter. Der kommt auch nicht weiter. Schrott, ne? Schrott fehlt. Jetzt haben wir die Meldung für die Obdachlosen. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall, weil das wird mit dem Stoff noch länger brauchen, dann müssen wir eigentlich fast noch Hütten bauen. Noch 2 sind es dann, glaube ich, ne? Weil die anderen kriegt man ja auch dann damit unter. Dann müssen wir das fast noch mitbauen. Hier wird jetzt geerntet. Ich bin gespannt, wie das nahrungstechnisch dann läuft. Das sieht aber gut aus auf jeden Fall. Jetzt haben wir zumindest 3 Siedler gerade, die sammeln. Da kommt gleich noch ein 4. Siedler dazu, der sammelt. Das ist auch gut. Wenn mir das mit dem Schrott vielleicht ein bisschen schneller geht. Wir brauchen auch dringend den Schrottplatz dann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir sammeln das Essen gerade, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem an, als würde es nicht reichen. Es fühlt sich trotzdem an, als würde das Essen auf jeden Fall nicht reichen. Vielleicht wirklich noch einen Bauern dazu. Dass das ein bisschen effizienter ist quasi. Da ist die Bepflanzung auf 100%, da müssen wir halt jetzt einfach warten. So, da können wir nichts machen gerade. Aber dass das vielleicht ein bisschen schneller geht. Holz haben wir schon drin. So, die bauen die Wohnhütten jetzt wieder zuerst aus, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. Zeit vergeht, Zeit vergeht. Essen geht wieder ein bisschen hoch. Wasser ist nicht ganz optimal. Das ist im... Na, wobei... es hält sich wacker. Gut. So, Sammler. Arbeitsfeld ändern. Sammeln Sie Futter für uns, bitte. Dankeschön. Sehr geil, dass wir jetzt einen Sammler haben. Ich habe große Hoffnungen, dass das Essen damit jetzt dann finally in Gefahr ist. Dann setzen wir da doch nochmal einen runter. Damit wir auch genug Siedler haben, die noch Schrott sammeln, weil sonst geht es mit unserer Weiterentwicklung hier nicht weiter. Wir haben immer noch eine Person, die obdachlos ist jetzt. Aber nur eine. Das ist tatsächlich schon mal gar nicht so schlecht. Dann bauen wir hier noch ein Haus. Das wird halt jetzt wahrscheinlich, boah, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das in sehr vielen Kindern enden wird. Aber gut, ist in Ordnung. It's a risk I'm willing to take.
Das geht langsam hoch, sehr langsam, aber es geht hoch. Försterhütte können wir jetzt dann auch schon mal planen. Die werden wir auch brauchen, auf jeden Fall. Die Schrottgeschichte ist noch eine blöde. Die Schrottgeschichte ist noch eine richtig blöde. Und Nahrung ist auch eine blöde Geschichte bis jetzt. Mal gucken, ob das jetzt mit dem Sammler besser wird. So, niemanden mehr, der obdachlos ist. Das ist geil. Vielleicht noch einen zweiten Sammler dazu. Ressourcen im Umkreis 750. Wie viel produziert der denn? Wird mir das angezeigt, wie viel das eine Ding hier produziert? Ich glaube nicht, ne? Das sehen wir hier nicht. Arbeiterkapazität 1 von 4. Naja, wir kriegen jetzt einen zweiten Dings da, Bums da. Pilze jetzt gerade. Wir haben noch keine Elektrizität, das würde das nochmal verbessern. Ach, da sieht man. Aktuelle Saison 20 Pilze. Aktuelle Saison 462 Bohnen und hier noch nichts. Ich glaube, diese Felder sind viel wert. Ich möchte, sobald ich kann, noch mehr Bauern reinsetzen. Weil das, glaube ich, ziemlich viel kann. Oh, Wasser sieht auch gar nicht so schlecht aus gerade. Plastik haben wir auch fast. Aber ich glaube, ich kann hier einen Wasserträger reduzieren. Weil der hat die meiste Zeit nichts zu tun, der eine. Was ist das? Auf Lager. 1500 von 2000. Können wir gar nicht mehr lagern? Haben wir hier Lagerkapazitäten für Wasser? Nee, ne? Ressourcen in diesem Inventar können durch dekorierte Kits befreit werden. Okay. Sieht nicht aus, als würden wir hier Wasser lagern können. Also ich bin blind. Aber doch da. 600 Wasser ist hier drin. Aber ich weiß auch nicht, ob man da noch mehr lagern kann. Die Kapazität ist wohl noch sehr leer gerade. Das kann man ja auch noch upgraden, das Ding, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann auch noch sagen, ja, da, wir graden das ab und dann wird es ein befestigter Bus und dann hat er auch noch mehr Lagerkapazität und alles. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch eine Zisterne brauchen. Ganz gut, dass wir den Weg umgeplant haben. Hier werden wahrscheinlich noch mehr Zisternen einfach reinkommen. Werden wir safe brauchen. Haben wir mittlerweile ein eigenes Kind? Nee. Es wurde noch kein Kind hier geboren. Aber Nahrung ist okayischer jetzt. Immer noch nicht gut, aber okayischer. An der Hütte wird hier gebaut. Hier fehlt immer noch Stoff. Hier fehlt immer noch Schrott. Alles beim Alten. So, haben die noch Sachen? Ja, die haben noch 36 Schrott, den sie abbauen können. Und dann muss ich sie weiterschicken. Wahrscheinlich da hinten hin. Hm. Dass der Schrott sich jetzt schon so weit weg verlegt, gefällt mir nicht. Gibt es da logistisch vielleicht irgendwas, wo ich effizienter arbeiten kann? Ein provisorisches Lager bietet zusätzlich Platz für Ressourcen. Dieses Gebäude kann kein Wasser aufnehmen. Sind die Lager miteinander verbunden? Würde das, aber auch wenn nicht, würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn ich trotzdem so Zwischenlager bauen würde für Sachen, die ultra weit weg sind. Wahrscheinlich. Damit die nicht immer so weit laufen müssen für jeden Scheiß. Weil dieses provisorische Lager ist ja nicht so teuer. Ein Markt wird ausschließlich von Logistikern beliefert und dient als Umschlagplatz für Ressourcen. Deren Lagermenge kann exakt bestimmt werden, um umliegende Produktionsstätten oder den Bedürfnissen von Siedlern zur Verfügung gestellt zu werden. Siedler können den Markt besuchen, um ihre Zuversicht zu erhöhen. Okay, also Zuversicht ist sowas wie ein Bus. Ich meine, das Ding ist ein bisschen auch wie so ein Bus wahrscheinlich. Und das provisorische Lager ist halt wahrscheinlich etwas, was einfach nur die Menge, die wir lagern können, erhöht.
aber uns keine Möglichkeit gibt, Sachen rauszunehmen. Dann ist das was anderes. Dann bräuchte ich sowas. Ach Gott. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie viel Platz braucht bitte die Forschungsstation? You fucking kidding me? Die passt ja nirgendwo schön rein. Ach, mit Expeditionen habe ich auch noch nie wirklich gespielt. Expeditionen sollte ich vielleicht auch unter Betracht ziehen. In Betracht ziehen. Dass das vielleicht auch noch etwas werden könnte, was für uns interessant ist. Die Expedition ist ein Ausgangspunkt für Kundschaftsmissionen und Expeditionen, bei welchen Ressourcen und besondere Gegenstände von Orten auf der Karte gesammelt werden. Das wäre vielleicht auch was, was wir brauchen könnten. Du musst mal überhaupt da hinkommen. Es gibt so viel und ich komme nicht mal über die Basis hinaus. Oh, wir haben ein Kind bekommen. Wir haben unser erstes Kind bekommen. Antonin. Geil. Das ist doch was Schönes. Und wir haben fast bald irgendwann unser Dingsda-Bumster. Wir haben fast bald irgendwann unseren Regenspeicher. Es kann sich nur noch um Monate handeln. Es kann sich nur noch um Monate handeln. Schön. Es freut mich. Es macht mich wirklich glücklich. Scheiße. Ich freue mich so, wenn wir die Raffinerie haben. Die Raffinerie wird so ein Gamechanger sein. Was packe ich denn jetzt hier noch rein? Wo packe ich denn jetzt die anderen Recycler hin? Packe ich hier noch ein Wassersilo rein? Wahrscheinlich, ne? Aber dann verliere ich halt Platz. Ich muss diesen Weg eigentlich wieder abreißen. Das tut jetzt weh. Aber ich muss das anders planen. Sonst verliere ich effizienten Platz, den ich brauche. Okay, dann lassen wir das mal in Ruhe einfach bestehen. Da kommt wahrscheinlich einfach noch eine Zisterne hin. Wobei ist die Frage, kommt da überhaupt noch eine Zisterne hin oder baue ich einfach irgendwann das Ding zu einem Wassersilo um? Wie viel kann das denn haben? Das Wassersilo, wie viel Wasser hält das denn? Sehe ich das hier? Stromverbrauch 200. Das steht nicht da. Mal gucken, wenn ich jetzt auf Pause drücke und ich würde das theoretisch hier planen. Dann müsste ich das doch sehen, oder? Steht nicht da. Das ist scheiße. Das heißt, ich muss halt rausfinden, wie viel es lagern kann. Kann das mehr lagern als die Zisterne? Bestimmt. Bestimmt. Das ist ja ein Upgrade. Bestimmt, aber wie viel? Ach Gott, ey. So eine Scheiße. Okay, was wir auf jeden Fall hier noch bauen können ist, oder planen können, auf jeden Fall, ist ein Schrottplatz. Den werden wir safe brauchen. Und dann würde ich jetzt, boah, das geht sich halt hier nicht aus. Ich bin nicht wütend. Ich sehe nur so aus. Das ist logistisch wieder eine Meisterleistung von mir gewesen mit der Planung. Bauen wir den hier unten hin. Bauen wir den hier hin. Okay. Und dann bauen wir hier die anderen Recycler hin.
Ja, wenn wir den ein bisschen verschieben, den Schrottplatz. Dann haben wir da vielleicht auch so eine schöne Zwischenstraße, dann kommt man da hinten auch so durch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Kann ich daneben noch mehr Recycler bauen oder blockiert sich das? Na, geil, das geht. Nice, das ist alles bebaubar. Da sieht man, finde ich, nicht so gut. Vielleicht reiße ich den dann noch ab und baue da noch andere Sachen hin. Mal gucken. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall logistisch auch die Straße entfernen und nicht weiter planen, weil wir nicht wissen, ob wir die dann wirklich brauchen werden. Was mich aber auch dazu bringt, zu sagen, dass wir das gar nicht noch abreißen. Also wir wissen nicht, ob wir den Weg hier brauchen werden oder nicht. Ich lasse den jetzt einfach mal noch da, solange es kein Weltuntergang ist. Dass er da ist, verlieren wir ja nichts gerade davon. Ich brauche den Platz in dieser Sekunde gerade noch nicht. Und gut ist. So, Wohnorte passt. Ich glaube, haben wir noch ein zweites Kind bekommen? Nee, ne? Nee, das ist nur Molly, die noch nicht erwachsen ist. Aber zumindest ein Kind haben wir schon. Das ist doch schon mal ein Start. Da, Holzfäller. Abholzen und aufforsten. Ja, damit wir auf jeden Fall auch für den Sammler alles beibehalten, so wie es ist. Das ist gut. Damit produzieren wir jetzt auch endlich effizient Holz. Schöne Sache. Dann haben wir hier den Schrottplatz. Den haben wir auch bald. Da fehlt nur Holz und Schrott bis zum geht nicht mehr. So wie überall. Aber das wird gebaut. Oh mein Gott. Leute, it's the day. Ich kann es nicht glauben. Wir kriegen gerade einen Regenspeicher. Das wird unser ganzes Wassergame extremely erweitern. Also, dass dieses... Es ist so wild, dass einfach die Positionierung von der Wasserlösung mein ganzes Problem gelöst hat. Ich habe literally zwei Leute, die in der Wasserproduktion arbeiten, and it's enough. Wenn ich überlege, bei meinen anderen Anläufen, wo da irgendwie 5, 6, 7 Leute drin gearbeitet haben und es einfach nicht funktioniert hat, nur wegen der Distanz. Und jetzt haben wir sogar keinen Wasserlagerplatz mehr. Like, wie wild ist das denn? Wir produzieren zu viel Wasser. Und haben gerade noch einen Regenspeicher dazu bekommen. Wie wild ist die Welt eigentlich gerade? Wir haben zu viel Wasser. Es tut mir sehr leid, liebes Spiel, dass ich dich geflamed habe. Ich meine, so krass hart habe ich ja gar nicht geflamed. Ich habe ja auch immer mich selbst mitgeflamed. Aber ich habe auch das Spiel geflamed. Und es tut mir leid, dass ich das Spiel geflamed habe, weil das einfach gerade so schön zeigt, dass es einfach nur menschliches Versagen war. Mein Versagen. Und zwar extrem krass. Extrem krass rein versagt. Ach, da könnte man dann nachher so eine Unterkunft auch noch planen. Das wäre auch schön. Haben wir wieder eine obdachlose Person? Ach, die eine wurde erwachsen. Und wir haben ein zweites Kind bekommen. Geil. Nuria. Nuria. Lass uns jetzt mal Stoff sammeln. Okay, was wir jetzt brauchen werden. Wir arbeiten jetzt schon an unserem Recycler. Das ist schon mal gut. Holz produzieren wir noch nicht genug, aber es wird. Das wird einfach ein bisschen brauchen, bis wir das alles haben. Weil... wir brauchen jetzt einfach mehr Menschen, um unsere Gebäude, die wir schon haben, aufzufüllen. Was wir aber brauchen werden, ist Schutzkleidung auf jeden Fall. Und Arzneien. Und Werkzeug. Und das sollten wir auf jeden Fall nicht übersehen. Wir bekommen jetzt langsam neue Kinder dazu. Die wollen auch essen. Da müssen wir aufpassen. Und die wollen auch Wohnorte. Und wir sollten nicht noch mehr einzelne Häuser bauen, weil wir sonst noch mehr Kinder bekommen. Und ich weiß nicht, ob wir mit so vielen Kindern jetzt schon... klarkommen. Im Zweifelfall. Das könnte im Zweifelfall eher schwierig werden. Aber der Schrottplatz ist eine gute Sache auf jeden Fall. Den finde ich wichtig und richtig. Mal schauen. Geil, die Plantage läuft auch an. Gut, lass uns ein bisschen Zeit vergehen hier. Das frisst viel Holz, das frisst viel Schrott.
Das frisst nichts gerade. Das produziert radioaktives Wasser. Kann ich das abdecken? Ja, wenn ich das pausiere, dann ist es abgedeckt und sammelt kein Wasser. Weil da ist die Kontamination leider gerade gegeben. Und wir wissen halt auch noch nicht, wie kontaminiert alles ist. Und wir haben auch gerade noch genug Wasser. Wir können es im Worst Case, können wir es nutzen, wenn wir es brauchen. Aber die Kontamination ist gerade auf jeden Fall da. Und wir brauchen erstmal Kohle, um das Ganze zu filtern. Wir brauchen Kohlefilter für den ganzen Scheiß. So, wir haben einen zweiten Recycler gebaut. Das ist schon mal ganz gut. Hilft uns nur in unserem Fall noch nicht so wirklich weiter gerade, weil wir nicht genug Schrott haben, um alles so umzusetzen, wie wir wollen. Aber es kommt. Es kommt jetzt auf jeden Fall. Hier wird gearbeitet. Also jetzt gerade nicht, weil es ist Nacht. Aber bald. Bald wird gearbeitet. Jetzt. Zwei Stoff. Und nochmal zwei Stoff. Und nochmal zwei Stoff. Und damit sollten wir eigentlich sogar schon fast genug Stoff haben für das untere Gebäude. Geil. Und wir haben unseren Schrottplatz. Was bedeutet, wir können das hier abreißen. Und da stattdessen hier Schrottplatzmitarbeiter einsetzen, die jetzt wesentlich effizienter sind. Arbeitsfeld ändern, ja. Was wir auf jeden Fall beibehalten ist, wir haben einen Standardauftrag, der sagt, alle Ressourcen abbauen. Und wir müssen immer gucken, dass wir einen Siedler haben, der nicht mindestens, später gerne auch mehr, vier ist eigentlich geil, die keinen festen Job haben, damit, falls irgendjemand irgendwo stirbt, das automatisch aufgefüllt wird. Das heißt, damit der nicht einfach nur nichts tut, der Dude, weil die teilen sich halt auch selbst ein. Wobei, Moment, sie transportieren Ressourcen zur Lagerstätte und übernehmen automatisch Berufe von verstorbenen Siedlern. Dann brauche ich eigentlich gar kein Sammelding. Dann vergiss das, die machen allgemein selber einfach eigenständig Sachen. Dann lasst uns den einfach so eigenständig rumlaufen lassen, das passt ganz gut. Und wir haben jetzt hier direkte Schrottplatzsammler und das sollte jetzt unsere Schrottplatzproduktion auf jeden Fall um einiges verbessern. Wir haben keinen Platz mehr, was Wasser angeht. Okay, ich habe nicht gedacht, dass das passieren wird. Aber wir haben keinen Platz mehr, was Wasser angeht. Wir haben zu viel Wasser. Holy shit. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Wasser. Ach, das ist Moment. Das ist eine Zisterne. Sie sammelt speichert Wasser. Sie benötigt einen Holzschlag, einen Brunnen oder einen Sammler zum Funktionieren. Ein Wassersilo sammelt und speichert Wasser. Es kann Kohle verwenden, um die Strahlung und das Wasser rauszunehmen. Okay, das sind die Speichervedien. Wir brauchen auch einfach noch Wasserspeicher. Die hatten wir noch gar nicht. Dann lasst uns so einen Wasserspeicher hier bauen. Einfach direkt hier gegenüber. Dann haben wir hier im Zentrum einen großen, fetten Wasserspeicher, der alles abdeckt, was da kommt. Da brauchen wir auch viel, damit der gebaut wird, aber ein Wassersilo brauchen wir auf jeden Fall. Dann ist auch nicht mehr schlimm, wenn wir kontaminiertes Wasser erzeugen, hier. Dann lasse ich das weiterarbeiten. Aber sage an der Stelle einfach mal, bitte sammelt das Wasser nicht ein, in den Wassertank. Dann produziert der quasi kontaminiertes Wasser, aber ist ja scheißegal, worst case können wir es trinken. Und sobald das Ding fertig ist, kochen wir es aus und dann ist das Problem erledigt. Aber dann sammelt der schon mal parallel mit. Dann ist das gar nicht so schlimm mehr. So, das ist fast fertig. Die Zuflucht ist fast fertig. Die Zuflucht ist fertig. Der läuft da jetzt hin, dann packt er den Rest Stoff hin und baut den Spaß fertig. Crazy. Und damit ist die Obdachlosigkeit auch wieder weg. Wir brauchen nur jetzt ganz dringend gleich neue Schutzkleidung. Die geht uns jetzt nämlich aus. Das bedeutet, wir brauchen als nächstes... wo war das? Eine Schneiderei.
Wenn ich hier ein Forschungszentrum noch hinbauen möchte, weil wir hier gerade den Platz dafür haben. Weil wir ja eh ja so sehr viel Asymmetrie gerade drin haben. Wo packe ich denn dann am besten meine Schneiderei hin? Einfach weiter links nach außen, ne? Aber Forschungszentrum ist woanders vielleicht wirklich besser. Und Expeditionszentrum? Könnte man auch einfach hier hinpacken. Okay. Müssen wir dann woanders hinsetzen. Wir wollen hier jetzt auf jeden Fall als erstes ressourcentechnisch wollen wir eine Schneiderei bauen. Wir haben auf der einen Seite die Recycler, auf der anderen Seite potenziell Schneiderei und Werkzeugsachen. Ich setze die jetzt einfach mal hier hin, weil wir die brauchen werden. Eine Werkstatt werden wir auch brauchen. Die ist gleich groß. Wenn ich das so plane, dann habe ich ein perfektes, passendes Dingsterbums da. Und dann habe ich hier nochmal Platz. Und nochmal Platz, um noch weitere Sachen zu bauen später. Das bedeutet, logistisch gesehen, bauen wir jetzt hier den Weg. Nach oben. Müssen wir mal gucken, womit wir das füllen. Vielleicht packe ich da auch einfach nur einen scheiß Park rein. Oder eine Plantage, die sich hier auch gut anbieten würde als schöne Abgrenzung zu dem Bauviertel. Warum eigentlich nicht? Wie so ein kleiner Park. Sieht hübsch aus. Aber dann haben wir die zwei Sachen hier. Und das Einzige, wartet mal, was wir noch nicht vergessen dürfen. Stopp, Pause, stopp. Produktion. Ressourcen ist das. Werkstatt, genau, die geht bis hier, würde die dann gehen. Stopp. Das bedeutet, wenn ich auf Logistik gehe, würde der Schotterweg hier enden. Was bedeutet, Straße entfernen, das wird nicht geplant mehr. Das bedeutet, das muss jetzt wirklich weg, weil wir da anders umplanen. Und das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber dann haben wir hier unser Panel. Dann haben wir eine kleine, wir haben eine Versetzung drin, aber das ist nicht schlimm. Das macht eine Stadt auch ein bisschen lebendig. Es muss nur trotzdem schön ausgefüllt werden. Was wir hier reinpacken, macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil wir, also die Hütten haben halt eine andere Breite. Mal gucken. Essensausgabe brauchen wir hier nicht wirklich. Marktplatz ist riesig. Man könnte hier noch ein provisorisches Lager dann bauen. Das passt von der Größe tatsächlich perfekt hier rein. Ist nur von der... Ja, nee, passt nicht perfekt rein. Ist um eines zu eng. Ist um eines zu eng. Das bedeutet aber wiederum auch, dass wenn wir hier ein provisorisches Lager für später planen sollten, weil das wird man safe brauchen. Und ich plane das mal... Straße entfernen, provisorisches Lager. Und wir packen das mal hier hin, weil wir das potenziell nachher brauchen werden. Pause. Dann haben wir hier Ressourcen, Werkstatt. Und auf der anderen Seite Schneiderei. Und dann haben wir unseren Logistik-Schotterweg stattdessen hier. Dann tut das eigentlich auch niemandem weh. Weil, also die Recycler verschwinden sowieso früher oder später gegen die Raffinerie, genau wie das Ding. Das ist ja sowieso nur so ein Zwischenbauding. Dann passt das doch. Den sollten wir nur entfernen, weil wir noch nicht wissen, was wir hier noch alles reinbauen. Aber das passt ganz gut und dann können wir hier erstmal noch Recycler bauen. Und stört auch nicht, wenn die da ein bisschen verschoben sind, haben wir den Weg hier weiter runter. Für die Mobilität, aber ist doch gut.
haben wir hier ein bisschen mehr Lagerkapazität. Die brauchen wir auf jeden Fall jetzt noch nicht. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eins hier direkt in der Nähe und sollte dann auch die Laufwege für alles, was quasi drüber produziert wird, reduzieren. Weil wir bauen dann hier die ganzen Recycler hin, jetzt für den Anfang. Das heißt, Schrott geht hier hin und wird auf das alles verteilt. Und da haben wir direkt ein Lager, wo es reingeht. Dann müssen sie nicht bis da drüber laufen. Planen wir, also da sparen wir vielleicht ein bisschen Laufzeit einfach. Was gar nicht so bad ist eigentlich. Nahrung geht, Wasser geht auch. Oh mein Gott, Kinder geht auch. Kinder geht auch. Krass. Habe ich nicht erwartet. Ja, geil, Leute. Dann war das ja ein richtig guter Neustart. Holy shit, ich bin richtig zufrieden. Ich habe nicht gedacht, dass das noch was wird. Spiel speichern. Das hier ist es, Freunde. Das läuft ja richtig gut. Holy, jetzt habe ich es verschrien. Jetzt habe ich es verschrien. Scheiße. Na, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Holy shit, ich bin gespannt, wie weit wir damit kommen. Ich hoffe, dass wir uns endlich mal auch so ein bisschen die Late-Game-Sachen anschauen können. Für alle, die es noch nicht wissen, das kommt jetzt immer, also Endzone kommt jetzt immer regelmäßig. Ich schaue in meinen schlauen Upload-Plan, wann das jetzt immer kommt, bevor ich euch was Falsches sage, weil ich in meinem Kopf, glaube ich, schon wieder was Falsches hatte. Ich habe es nicht auf dem Handy im Upload-Plan. Ich mache hier meinen Upload-Plan auf. Ich gucke, ich schaue. Wir sehen, wir gucken nach, bevor ich was Falsches sage. Freitags. Freitags, meine Kinder. Es kommt jetzt immer freitags. 18 Uhr. Geil. Also heute um 18 Uhr kam es, nächste Woche um 18 Uhr kommt es wieder am Freitag. Cool. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, tschüss.